Die Krise hat Gesellschaft und Wirtschaft durcheinandergewirbelt. Jetzt geben wir viel Geld aus. Das ist am besten eingesetzt, indem wir in Klimagerechtigkeit investieren. Und deswegen gibt es jetzt überall viele Milliarden für die Luftfahrt, damit wieder so viel wie möglich geflogen wird? Moment mal. €200 Milliarden für die Luftfahrtindustrie weltweit. €73 Milliarden haben wir bereits locker gemacht, um so viele Fluglinien wie möglich zu retten. Allein der Lufthansa-Konzern erhält inklusive der Staatskredite mehr als €11 Milliarden von Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien. Klar, auch in Zukunft wird es Flugverkehr geben. Für Langstrecken, für eilige Luftfracht, für seltene Fernreisen und für sehr, sehr wichtige Geschäftstermine. Aber das kann nur mal ein Bruchteil des heutigen Verkehrs sein. Die Flugbranche muss schrumpfen, um klimagerecht zu werden. Doch jetzt passiert das Gegenteil. Machen wir weiter wie bisher, wird Fliegen 2050 für 20% aller CO2-Emissionen verantwortlich sein. Die Branche selbst schätzt, dass sich die Flotte bis 2038 weltweit fast verdoppeln wird. Dann werden 47.500 Flieger in der Luft sein. Jedes dieser Flugzeuge bläst dann jahrzehntelang Abgase in die Luft. Dieses Wachstum läuft exakt in die verkehrte Richtung. Weg von unseren Klimazielen. Ein Langstreckenjet verbrennt von London nach New York fast eine halbe Tonne Kerosin. Für jeden einzelnen der 410 Passagiere. Eine Fernreise mit dem Flieger stößt somit mehr aus, als jeder von uns in einem ganzen Jahr an CO2 verursachen sollte. Inklusive Essen, Heizen und Einkaufen. Und hey, da reden wir noch gar nicht von der Lärmbelästigung oder dem Schaden, den das Fliegen in der Tierwelt verursacht. Von dieser ganzen Party profitiert eigentlich nur eine sehr kleine Elite. Ein Drittel der im Weltmaßstab sehr reichen Österreicherinnen fliegt überhaupt nie. Die Hälfte von uns maximal einmal im Jahr, wenn überhaupt. Vor allem in reicheren Haushalten wird dafür ganz viel geflogen. Städtetrips übers Wochenende, Langstreckenflüge jedes Jahr. Das reichste Viertel der Haushalte verbraucht allein durchs Fliegen so viel CO2 wie ärmere für ihr ganzes Leben. Auch Geschäftsreisen sind ein Problem. 4 von 10 Flugreisen sind geschäftlich bedingt. Die meisten davon auf der ganz kurzen Strecke, etwa wie in Frankfurt, für routinemäßige Besprechungen zum Beispiel. Das heißt, billige Tickets nützen vor allem Besserverdienern und Unternehmen. Und trotzdem behandeln wir das Fliegen immer noch als heilige Kuh. Alle Branchen müssen ihren CO2-Fußabdruck klein bekommen. Die Flugindustrie hingegen wird in internationalen Klimaverträgen nicht einmal mitverhandelt. Ein Rettungspaket nach dem anderen wird weltweit auf Schiene gebracht, finanziert mit unserem Steuergeld. Dabei trägt ausgerechnet die Flugbranche kaum etwas zum Steueraufkommen bei, sondern hat sich komfortable Schlupflöcher stricken lassen. Flugzeuge tanken steuerfrei. Jedes Auto, jeder Zug, jeder Bus zahlt Steuern auf den Sprit. Nicht aber das Flugzeug. Würden wir Kerosin endlich besteuern, würde das den CO2-Ausstoß der Luftfahrt um 11% senken. Und das hätte laut Europäischer Kommission nicht einmal Auswirkungen auf Arbeitsplätze oder die Wirtschaft insgesamt. Und wir würden echt Geld einnehmen. Würde die EU Kerosin so besteuern wie Benzin und Diesel, würde sie €27 Milliarden pro Jahr einnehmen. Eine Mehrwertsteuer auf Flugtickets brächte sogar 30 Milliarden. Was es braucht? Abschaffung der Steuerprivilegien der Luftfahrt. Von Spritsteuer über die Grundsteuer bis zur Mehrwertsteuer. Einen Ausbau des Bahnnetzes und die Rückkehr der Nachtzüge, die gerade innereuropäisch viele Flüge ersetzen könnten. Und kein frisches Geld in den Ausbau und die Subvention für Flughäfen. Wie kriegen wir den Flugverkehr in den Griff? Was ist deine Meinung? Schreib mir in die Kommentare, erzähl mir deine Meinung. Ich freue mich auf die Diskussion. Und nächste Woche das nächste Video.